Und plötzlich schwimmt ein Gebiss im Zugersee. Der Albtraum von jedem Senior passiert dem Dölf Gretener. Auf einer Schifffahrt verliert der 70-Jährige seine dritte Zähne. In seiner Not telefoniert er der Zuger Seepolizei und die machen sich ganz nach dem Motto «Dein Freund und Helfer» auf die Suche nach dem verlorenen Gebiss. Ob der Dölf Gretener jetzt wieder lachen kann? Die Geschichte von Dino Biedermann. Wie immer bei schönem Wetter macht sich der Dölf Gretener letzte Woche mit seiner Segeljacht auf den Zugersee. Nach einem kleinen Snack am Nachmittag putzt er seine Zähne bzw. sein Gebiss, tut es in ein Glas und dann... Ich habe es hierher gestellt und nicht geachtet, dass hier da die Sicherheitsleine von der Badleiter da ist. Und das ist doch gesehen, da habe ich irgendwie noch etwas gemacht. Hier. Die Sicherheitsleine ausgehängt, Badleiter runtergerührt. Schau, es ist genau passiert. So ist es gegangen. Jetzt ist aber schon ein schönes Whiskyglas drin. Das kann ich auch nicht wählen. Zuerst hat er noch gelacht, dann aber schnell gemerkt, dass seine Zähne am trüben Wasser in der sogenannten Magellanstrasse endgültig zum Opfer gefallen sind. Ich stand einmal ins Wasser und habe den Fuß rein. Jetzt ist Gopetori 16 Grad, das ist nicht mehr. Und ich bin nicht so ein guter Taucher. Und da siehst du selber, wie weit ab, was man hier sieht. Du siehst keinen Grund, nichts. Geistesgegenwärtig markiert er die Absturzstelle mit einem Schraubenschlüssel an Leinen und Fender und alarmiert den Notruf von der Stadtpolizei Zug. Ja, wir können mit schauen, was ist es denn? Er hat gesagt, ja, ein Biss, Gopetori, ich kostet ein paar tausend Franken. Er sagt, ja, Gott, nochmal, ja. Wenn er mal so alt wäre, wäre er auch froh, wenn er seine Zähne wieder setzen könnte. Mit Taucher durchsucht die Seepolizei den schlammigen Grund. Der erste Versuch scheitert, doch beim zweiten Tauchgang. Und plötzlich kommt er und sehe ich nur eine Hand. Also hatte ich Händchen angehand, in dieser Hand drin, da hatte ich mein Biss gehabt, ich nehme es jetzt nicht wieder. Und dann habe ich das nicht geglaubt. Ich bin schier, Gott, gestorben von Freude. Dann ist er hergekommen, hat es hier raufgegeben. Und dann sagt der Einsatzleiter hier im Beiboot, im Arbeitsboot, ja, schau zuerst, ob es ihr ist. Könnte das sein von dieser Wasserleiche, die seit einem Jahr hier im Mähnenzeug unterliegt. Er hat auch ein Biss gehabt, man weiss es nie, und dann habe ich das reingetan. Jawohl, ist es gewesen. Zum Dank will der Dölf Gretener die Retter zu einem Gläschen Eudeperder einladen. Doch die lehnen, weil ja im Dienst, dankend ab. Was kostet das? Haben sie gesagt, nein, wir können kein Geld nehmen. Wir schreiben ja gross im Kanton Zug und überall in der Schweiz, dein Freund und Helfer. Also, jetzt haben wir mal etwas gemacht, um zu helfen. Wir können nicht immer einen Slogan rauslassen, wenn einmal Not am Mann oder der Frau ist, dann nicht gehen. Makabres Detail, die Bucht ist am Segler aus Hühnenberg sein Lieblingsort auf dem Zugersee. Dort wird er nach seinem Tod auch mal seine Asche verstreut haben. Ein Teil von mir ist jetzt einmal auf eine Test-Tauchfahrt gegangen, um zu wissen, wie das dann mal eigentlich ist, wenn ich da wirklich verbrennt und da meine Asche drunter liege. Jetzt weiss ich's. Den Humor wird er nie verlieren, das Gebiss hat er auch wieder. Das Abenteuer hat ihn aber eins gelehrt, nie ohne Ersatzteile unterwegs sein. Darum hat er bei seinem Zahnprothetiker jetzt ein Ersatzgebiss in Auftrag gegeben. Für eine kleine Überraschung hat der Dölfi Gretener übrigens noch bei seiner Freundin gesorgt. Er hat ihr nämlich 3 Jahre lang verheimlicht, dass er eine Zahnprothese hat. Sie hat es jetzt aus der Zugerpresse erfahren, aber sie hat es mit Humor genommen. Für Tele Zürich aus Cham, Tina Biedermann.